Das ist eine echte Überraschung. Hansi Flick holt sich für den DFB-Neustart Benedikt Hövedes in sein Team. Der 33-Jährige wird künftig als sogenannter Manager in Ausbildung zunächst Erfahrungen sammeln und alle Aufgabenbereiche des Teammanagements durchlaufen. Mindestens bis zur WM 2022 in Katar soll der Ex-Schalker als Bindeglied zwischen Management und Mannschaft fungieren. Ich will lernen, wie eine Auswahlmannschaft gemanagt wird und gleichzeitig meine Erfahrung an das Team und das Team hinter dem Team weitergeben. Wir haben eine großartige Mannschaft mit viel Potenzial. Ich bin sehr stolz, jetzt wieder dazuzugehören. Neben seiner Tätigkeit beim DFB wird Hövedes ab Oktober ein Managementseminar der UEFA belegen, das auch schon Simon Rolfes und Sebastian Kehl durchlaufen haben und Ex-Spielern die Möglichkeit bieten soll, in Führungsrollen außerhalb des Platzes zu wechseln. Dazu wird der Ex-Nationalspieler auch noch als Experte für die Champions-League-Spiele beim Streamingdienst Amazon eingesetzt. Drei Aufgaben für den Weltmeister von 2014, bei denen Hövedes weitere Erfahrungen sammeln kann. Beim DFB erhofft man sich vor allem auch, dass der 33-Jährige durch seine langen Jahre als Nationalspieler als Vorbild für die jungen Spieler fungieren kann. Benedikt Hövedes war sportlich wie charakterlich stets ein Vorzeigenationalspieler. Er wird als Bindeglied zwischen dem Management und Mannschaft wichtige Impulse geben. An ihm können sich unsere jungen Spieler orientieren. Vor allem für Flick kann Hövedes ein wichtiger Baustein beim DFB sein. Der neue Bundestrainer und der Ex-Schalker kennen und schätzen sich, wurden 2014 zusammen Weltmeister. Flick damals als Co-Trainer, Hövedes als Linksverteidiger. Die Zusammenarbeit damals eine erfolgreiche. Und genau da soll nach der miserablen Europameisterschaft jetzt wieder angeknüpft werden. Mit Hansi Flick als neuem Bundestrainer und Benedikt Hövedes als neuem Bindeglied zwischen Mannschaft und Management.